Hallo und herzlich willkommen bei Transport Fever hier auf dem südesmeraldischen Fernsehen. Unser Zug ist hier in den Tunnel rein. Wir tun hier noch ein bisschen das Gelände angleichen. Dass es ja auch ein bisschen normal ausschaut. So viel zum Kletten gibt es hier wahrscheinlich aber gar nicht mehr so wirklich. Guck mal, hier ist immer noch ein bisschen Rauch. Auf der Seite geht es schon ein bisschen schneller. Das macht da langsam ein bisschen mehr Druck hier auf jeden Fall. Das kann man hier noch ein bisschen rausnehmen. Ja, das schaut doch viel besser aus. Ein bisschen geglätteter. Hier nochmal dasselbe. Live dabei, wenn hier was bearbeitet wird. Setzen wir uns gleich nochmal rein. Der fährt erstmal durch den Tunnel hier. Ich sehe ja gerade auch nichts. Was ich hier kletter. So. Wo ist er denn, das gute Stück? Wann kommt er denn hier aus dem Tunnel raus? Gucken wir uns nochmal das Resultat jetzt an. Na, wo ist er denn? Wir warten. Sehen wir am Signal hier. Jetzt musst du jeden Moment kommen. Ich warte auf dich. Ah, jetzt sieht es viel besser aus. Schaut euch das an. Weil mit dem Berg dort hinten wunderhübsch. Wunderhübsch. Alle Passagiere jetzt mit 57. Eieieiei. Das klappt ja schon richtig gut. Da müssten jetzt hier auch ordentlich warten. Na, so viele wollen gar nicht da hoch, aber viele hier runter. Viele wollen hier runter, aber wollen wir es noch ein bisschen ankurbeln, dass auch viele hoch wollen. Na, wir warten jetzt schon wieder über 20. Das ist schon krass. Und die Busse hier. Die nehmen auch ordentlich mit. Die gerade nicht. Aber der hier. Ich möchte nicht den Passagier haben. Ich möchte den Bus haben. Drei Leute von 8. Ah, das geht ja noch. Wir wollen jetzt auf jeden Fall, bevor sich die Stadt erweitert. Hier hinten Reichenschwand. Gibt es ja noch weitere Ortschaften hier weit außen am Rand. Bei Reichenschwand nicht wirklich, ne? Wir haben ja schon eine Zugverbindung hoch. Und der Zug ist gerade in den Tunnel reingefahren und kommt hier gerade schon wieder raus. Der fährt gerade sehr, sehr langsam. Er kann in den Details 27 Jahre. Hat eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometer. Was ist denn, wenn wir den mal ein bisschen upgraden? Das ist die gelbe Linie. Die hier, ne? Ist das die? Ja. Das ist die.
möchte gern, ja, unter, Fahrzeug wählen, zack, und zack, 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 wie viele Wagen hat die? 8, 5, 6, 7, machen wir 7 davon, machen wir hier, und, ja, und zack. Und da wird die wahrscheinlich am nächsten Bahnhof auch ausgetauscht. Wo ist er denn gerade und kämpft? Der Zug an sich ist auch ein bisschen älter. Aber er wird schon schneller. Aber das geht eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. So, ein Anstieg. Aber man kann auch nicht alles haben. Der fährt noch mit den roten. Der fährt Maximalgeschwindigkeit. Wenn wir hier mal rüber gucken, da ist Zugbrock. Von Zugbrock können wir auch in eine Linie runterschalten. Und Reichenschwanz ist, glaube ich, aber unser nächster Punkt, wo wir hier anhalten. Und da gehen wir mal hier runter und bauen da mal eine Linie hin. Wir wollten 5, kann er nicht alles mitnehmen? Ne, 46. Okay, da ist gerade wahrscheinlich ein Schwung wieder angekommen am Bahnhof. So, das Gleis geht dann hier so raus, dort hoch nach Schmallenmühle. Da würde ich mal das dritte nehmen hier. Ich nehme es einfach. Ich kann es auch mal so nehmen. Ich tue jetzt schon mal die Oberleitung mit einfügen. Denn später bereue ich das wahrscheinlich mal, dass ich das nicht mehr getan habe. Wo sind wir denn hier? Da sind wir. Zack. Und zack. Und zack. Und jetzt sind wir in Reichenschwand. Und Reichenschwand braucht Wohnbahnhof nicht so viele Gleise. 2 Reichen. Eigentlich hier drüben. Eigentlich hier drüben. Müssen wir hier ein bisschen aufrüsten. Da klappt das auch mit den Schienen. Sehr gut. Hier ist ein kleiner Tunnel. Das Tunnel ist das hier. Das Tunnel. So. Bindet man das mal hier so an? So. So. Ah, jetzt. Zack. Es wird die Regionallinie und auf der linken Spur ist dann die, auf der rechten Spur ist
die überregionale Linie. Die fährt ja auch nicht durch den Bahnhof, sondern hier gerade durch. Zack. Und da sollst du hin. Und die dritte, die geht hier geradeaus weiter. Und geht ja auch irgendwo. Aber das ist erstmal eine andere Sache für sich. Ich verabschiede mich erstmal und wünsche noch einen angenehmen Tag. Ciao, ciao, euer Sigassos.